So, heute geht es darum, den Highlander Park ein bisschen aufzuwerten. Das wollen wir immer noch ein bisschen machen. Das ist die neue Route 10. Ich gucke gerade, ob ich die jetzt als... Stellan Highlander Park, was war das, bist du? Mal, kann ich die nicht irgendwie um... kann ich die nicht umbenennen, die Route? Nee, ne? Doch, hier. Das soll nämlich die Highlander-Route werden. Der Park. Route. Die soll nämlich auch dann. So. Anwenden. So. Wir wollen sie eigentlich sogar fahren, Leute. Darf ich sie nicht fahren? Warte mal. Wir fahren sie im Schleifenmodus. Klar, ist ja eine Stadtrunde. Transit Clinton Avenue. Der hat ja nicht wieder Desmond Avenue. Hat die echt so wenig Haltestellen? Highlander Park Church. Ja gut, das ist die kleine Strecke, ne? Das ist die kleine, über die Highlander Park Church. Änderung übernehmen. Highlander Park Church. Highlander Park Hotel. Esmond Avenue. Route wählen. Esmond Avenue. Wir fahren sie. Mit dem... Ich hab der Gerät muss ganz zu kurz werden. Mit dem Citaro. Das Fahrerfenster auf, damit wir auch weitermachen können. Und guten Tag. Ich brauche eine Fahrkarte. Der Weihnachtsmann wird auch persönlich mit. So, was haben wir denn hier? Senior Ticket. Wochenkarte. Ausdrucken. Bis 1 Euro. Yep. Nehmen wir den Fahrkarte zum... Oh, Umgebungsmission. Wir haben die Umgebungsmission tatsächlich durch. Leider schön, wir diese Route nicht haben, das ist ja die ganz kurze Route. Ah, jawohl, die Heimstelle kann ausgebaut werden. Wir können also bald unsere Dings aufwerfen. Sehr cool. Die normale Fahrkarte, die einfache Fahrkarte und die gehen. Hi. Eine Fahrkarte bitte. Alles klar, einfache Fahrkarte. Einfache Fahrt bitte. Ja, Seniorenticket. Tageskarte. Danke. Komm mal mit, das. So. Starspeed. So, dann fahre ich jetzt hier links ab, weil da müssen wir nämlich zur nächsten Haltestelle. Ich muss auf den Kupfer ein bisschen wegfahren, sonst bleibt der Tretbacke ein bisschen. Ja, die sind nicht gut.
Schiff. Senioren Ticket. Einfache Fahrkarte. Auf die Mütze Senioren Ticket, auf die Mütze Tageskarte. Das sogar komplett, super gut. So, nächste Auto. Was? Clinton Avenue? Wenn ich gestresst bin, betrachte ich gerne die Aussicht von der Hummingbird Bridge. Ich hab ihn. So, geradeaus, ja. Geradeaus, dann außen rum, genau. Also, Spring of Affection ist eigentlich meine Lieblingsserie, aber ich fasse es nicht, dass Consuela mit Bob geschlafen hat. Kurz Hitler? Nein, nein. Die Klimaanlage ist herrlich. Es ist zu heiß, um auf der Straße zu sein. Das ist mitten in der Nacht, aber gut. Hallo. Moin. Kannst du haben, bitteschön. Die nächste Haltestelle. War da noch grün? Oder gelb maximal? Oh. Verstehe, Moment. Ich bin jetzt falsch reingefahren. Moment, wo muss ich? Wo ist jetzt nicht genau? Ja, doch. Da ist. Das ist ekelhaft. Naja, wird halt nicht abgesenkt. Das habe ich jetzt ein bisschen gekostet. Aber gut, wir können Haltestellen ausbauen. Glaube ich, mein Ziel ist jetzt, wenn ich jetzt richtig... North Mall. Oder? Ist jetzt eigentlich einige... Die hier unten, die da oben. Highlander Park Church.
Ja, gut gemacht. Das wird uns bei unserem weiteren Ausbau sehr nützen. Das ist Josh Graham, der Branchensprecher. Oh, ihr ein absoluter Outdoor-Enthusiast. Oh, und er zeigt auch sehr viel Enthusiasmus für einen Ausbau deines Busunternehmens in Angel Shores. Ich habe ein schönes Wandergebiet auf Goat Island gefunden und dachte, dass es toll wäre, wenn auch andere in den Genuss dieser Gegend kämen. Und damit es ein schönes Wandergebiet bleibt, hatte ich die Idee, dort Erdgasbusse einzusetzen. Mhm. Die sind umweltfreundlicher. Naja. Gut. Ich muss zugeben, ich habe selber schon Erdgasbusse gefahren und das Tanken dauert halt immer ein bisschen was länger. Aber ja, Goat Island ist hier unten, diese kleine Insel, die wir hier haben. Und verbinde Goat Island, Goat Island Tourist Center mit mindestens einer Route. Aber wir müssen jetzt tatsächlich. Warte mal, Filter zum Feuer, sondern Filter. Island Inn. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mal einen Erdgasbus kaufen. Dann Golden, also heißt Verbindung Gold Island Tourist Center mit mindestens einer Route. Island Inn. Wisst ihr, was wir machen? Transit Terminal. Ob ich es hinkriege? Transit Terminal. Aber, warte mal, ich muss ja jetzt eine Route erstellen. Ich hoffe, dass ich jetzt... Transit Terminal. Den? Highlander Park Church. Highlander Park Church. Nimitz and Seadrift. St. Anthony. Warte mal. Island Inn. Island Inn. Du brauchst jetzt... Gold Island Tourist Center. Gold Island Tourist Center. Und... Gold Old Island... Old Silo. West Cove. West Cove. North Harbor Way. Immer. Island Inn. Old Silo. West Cove. Ja. North Harbor Way. So, die Route North will ich... Harbor Way. Island Inn. Lake Anza Road. So. North Mall. Und dann zur North Mall. Das ist auch eine gute Route eigentlich, ne? Als. Ja. Die werden wir jetzt auf jeden Fall fahren. Also, was heißt fahren? Wir werden. So, das ist Gold Islands. Das heißt, wir haben die jetzt einmal vom Terminal bis ein bisschen in die Stadt. Einmal rund um Gold Island. Und dann bis zum Ende zur North Mall. Da können die nämlich von North Island noch zum Einkaufen fahren. Und können die Route dann quasi später wieder als Rundroute zurücknehmen. Ne? Lake Anza Road. Und haben dann quasi eine Rundroute. Und können dann... So, also, wir sollen auf jeden Fall erstmal einen neuen Bus mit Erdgasantrieb kaufen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge.